In diesem Video spreche ich von einem Dilemma, vor welchem viele stehen. Soll man so lange die Kontaktsperre machen bzw. warten, bis der Ex sich von selbst meldet? Ich bin Lena und unterstütze hier bei Szenario 2 gemeinsam mit meinem Team Menschen, den oder die Ex zurückzugewinnen. Und einer Klientin von mir ist es letztens genauso gegangen. Die hat mir ihre Situation geschildert. Und ich habe zu ihr gesagt, okay, passt, du wärst jetzt dran mit der Testfrage. Und die Klientin, die war total perplex und sie hat gesagt, dass sie auf Seiten von anderen Anbietern halt gelesen hat, dass sich ja der Ex zuerst melden muss, denn er hat sie ja verlassen. Und deswegen, hat sie mir erklärt, ist auch der Ex jetzt in der Bringschuld und er muss sich zuerst melden. Und diese Klientin, die war dann eben total überrascht, als ich ihr empfohlen habe, sich von selbst zu melden. Und vielleicht hast du diesen Mythos von der Ex, die Ex muss sich zuerst melden, vielleicht hast du diesen Mythos auch schon mal gehört. Schreib mir das gerne in die Kommentare, wenn das bei dir so ist. Schauen wir mal nach, was da dahinter ist, dass so oft geraten wird, dass sich der andere, der Ex, zuerst von selbst melden muss. Nach meiner Erfahrung hat das ein paar Gründe. Einer davon ist diese Art trotzige Vorstellung. Da denkt man sich, naja, wer sich getrennt hat, der muss sich dann natürlich auch wieder als erstes nach der Kontaktsperre melden. Und du wirst in diesem Video noch erfahren, warum es absolut fahrlässig ist, von sowas auszugehen. Aber dazu ein bisschen später mehr. Ein weiterer Grund, warum man solche Ratschläge hört, ist, weil sie einfacher sind und auch schnell gemacht sind, oder? Weil ansonsten müsste man sich ja überlegen, was man tun muss in einer Situation. Und das erfordert dann schon gehörig mehr Erfahrung als so ein schneller Rat von, na, der andere muss sich zuerst melden. Aber diese Erfahrung, die fehlt oft, weil man zum Beispiel selbst nicht täglich mit Klienten zusammenarbeitet. Und dann muss man sich halt mit so relativ simplen Weisheiten begnügen und die dann auch weitergeben. Aber schauen wir uns jetzt mal an, welche Gefahren es mit sich bringt, wenn man tatsächlich nur warten und warten und warten würde, bis der Ex sich von selbst meldet. Der Grund ist, du beraubst dich damit aller Handlungsoptionen. Dieses "er muss sich von selbst melden", das ist ein Modell, das immer vom anderen ausgeht. Aber was hat man selbst davon? Gar nichts, oder? Es hält einem selbst total fest im Kummer und im Leid. Und das nährt so ein bisschen die Lebensvorstellung von, naja, kann man nichts machen, ist halt so. Und das nimmt dir doch die Macht gegenüber deinem Leben und dass du es auch gestalten kannst, absolut weg, oder? Somit macht man sich zum Warteopfer. Und das ist ein Ansatz, wie man es halt handhaben kann. Aber es ist definitiv nicht unser Ansatz hier bei Szenario 2. Und es ist auch kein Ansatz, den wir in unserer täglichen Praxis erlebt hätten, dass der eben funktioniert und dass man damit auch tatsächlich weiterkommt und dass da am Ende wieder gute und glückliche Beziehungen rauskommen. Und wir bei Szenario 2, wir wollen, dass du mehr Möglichkeiten hast zu handeln. So, dass es für dich immer irgendwie gut weitergehen kann. Und versetzen wir uns doch einfach nochmal so in den Ex hinein, damit es noch klarer wird, warum es keinen Sinn hat, einfach nur darauf zu hoffen, dass der Ex sich von selbst meldet. Nehmen wir mal an, der Ex würde auch dich zurückgewinnen wollen. Und nehmen wir an, der Ex würde auch hier bei YouTube sitzen und sich ein Video anschauen. Und in dem Video heißt es, okay, der andere muss sich zuerst melden. Also in diesem Fall wärst das ja dann nur du. Und dann würdet ihr ja beide ewig lange drauf warten, bis sich der andere endlich meldet und bis ihr endlich rausfinden könnt, ob ihr wieder zusammenkommen könnt. Beide würden wollen, niemand würde das tun, nichts wird passieren. Eine zweite Sache ist, und das erlebe ich sehr oft bei Menschen, die selbst Schluss gemacht haben, dass die oft gar nicht so genau wissen, wie sie sich überhaupt melden sollen und was sie sagen sollen. Denn sie haben ja selbst Schluss gemacht.
und wissen ja, dass sie dir, dass sie dem anderen damit auch das Herz gebrochen haben. Und für viele Ex-Partner ist es also so eher so von der Empathie her dann schwer, sich da wieder zu melden. Sie wollen dir ja auch nicht noch Schlimmeres antun. Und sie wollen sich aber auch nicht den Gefühlen aussetzen, die dann entstehen, ja, wenn man selbst ein bisschen einen Konflikt hat, dass die Beziehung jetzt aus ist. Das heißt, sie wollen unangenehme Dinge vermeiden und melden sich dann oft deswegen auch nicht. Und umgekehrt natürlich auch bei dir. Weil spür mal rein, wie oft ist es denn, dass du dich gern melden würdest, dich dann aber doch nicht ganz so traust und es verschiebst und wartest und es einfach nicht machst, weil du Angst davor hast, was der andere antworten würde. Wir bei Szenario 2, wir wollen dich nicht festnageln auf eine spezielle Situation. Denn uns ist es immer ganz wichtig, dass du Handlungsoptionen hast und dass eben dadurch nicht so eine festgefahrene Tunnelsituation entsteht. Also wenn sich der Ex meldet während der Kontaktsperre oder auch nach der Kontaktsperre, ist super gut, ist okay und kann passieren und passiert. Und wenn sich der Ex nicht meldet, ist auch kein Problem, denn genau dafür gibt es ja bei uns die Testfrage. Und so bleibst du immer handlungsfähig und kannst mitbestimmen über dein eigenes Leben und über das, was du tust, und du bist nicht zum Warteopfer verdammt. Denn ich bin selbst davon überzeugt, wenn es einem selbst ein Anliegen ist, eine zweite Chance beim Ex zu bekommen und für diese Chance zu kämpfen, dann muss man sich selbst auch auf diese Chance durch das Tun erschaffen. Und man sollte nicht nur abwarten, ob und bis das Universum einem vielleicht gnädigerweise diese Chance vor die Füße wirft. Ob das passiert oder nicht, das weiß man nicht. Ja? Und das passiert nach meinen Erfahrungen in den seltensten Fällen, dass es dann zufällig genauso kommt, wie man es gern hätte. Also ich bin dann mehr so der Fan von Eigenengagement. Alle, die schon länger hier im Kanal sind, die wissen es, Ex-Zurück basiert auf vielen kleinen Kontaktpunkten. Und gerade am Anfang sind die halt noch sehr klein und hauptsächlich auch sachlich gehalten. Und je weiter man dann in der Ex-Zurück-Strategie von Szenario 2 fortschreitet, desto größer und intensiver werden diese Kontaktpunkte auch. Eben schlussendlich bis zum gemeinsamen Treffen mit dem Ex hin. Das ist so eine kontinuierliche Steigerung, könnte man sagen. Doch diese kleinen Kontaktpunkte, die muss man aber auch möglich machen. Und da muss man sich einfach ab und zu so einen Ruck geben und sich auch trauen, dass man sich selbst eben zuerst meldet. Und dass man selbst einmal noch mehr schreibt und dass man sich nicht auf so ein trotziges, naja, mein Ex wäre jetzt dran, dann immer rausredet. Und wenn man nämlich immer sagt, ich warte mal, ich schau mal, ich hoffe mal, dann versperrt man sich einfach selbst den Weg und sperrt auch die Tür von innen zu. Und wenn man aus dem Zimmer aber rausgehen möchte, dann muss man den ersten Schritt aus der Tür rausgehen und dann merkt man ja eh, auf welche Art man dort empfangen wird und wie es dem Ex eben weitergehen kann. Aber wenn man immer nur sitzt und wartet, dann wird das wahrscheinlich ein sehr langes Warten werden und man wird oft frustriert zurückbleiben. Das heißt, wenn es dann soweit ist, dass die Kontaktsperre bei dir sich dem Ende zuneigt und der Ex hat sich noch nicht von selbst gemeldet, dann wird es einfach jetzt Zeit, den ersten Schritt selbst zu gehen mit einer Testfrage. Das ist eine sehr bewährte Methode, wie man nach der Kontaktsperre mit dem Ex wieder ins Schreiben kommen kann. Und 5 geniale Beispiele für eine Testfrage, die bekommst du übrigens hier im Video neben mir. Würde mich freuen, wenn ich dich dort gleich begrüßen dürfte. Dann tschüss, Baba, und bis gleich im nächsten Video.